beherrschen Geschichte. Das heißt, Architektur ist eigentlich wesentlich vergänglicher als Worte. Also ein Haus wird nie ein anderes Haus zerstören, aber ein Wort kann ganze Leute aus, also Landstriche kaputt machen und Menschen zerstören. Also was sieht man in den Bunkern? In den Bunkern sieht man Reden aus verschiedensten Professionen, Bereichen und so weiter. Also mich interessiert die Praxis der Rede, das heißt, dass da jemand steht, der redet zu Leuten. Und dieses Ritual gibt es halt in der Politik, in der Religion, gibt es in der Wirtschaft, also wenn CEOs reden, gibt es sozusagen bei Kindern sogar schon, die müssen Sätze aufsagen. Das heißt, dieses Ritual also ist irgendwie in allen Berufssparten mehr oder weniger präsent. Ja. Der Bunker ist ein Gebäude, das innen und außen trennt, ganz klar, und zwar sehr massiv. Ja. Das heißt, es gibt immer so einen geschützten Innenbereich und eine bedrohliche Außenwelt. Ja. Das ist das architektonische Konzept. Und wenn man das jetzt auf eine höhere Ebene bringt, könnte man auch sagen, Gedanken schließen manche Leute ein und manche Leute aus. Ja. Und die Architektur ist einerseits faszinierend, hat irgendwas Modernistisches, auf der anderen Seite ist sie abstoßend, wenn man weiß oder wenn man nachvollzieht, für was sie gebaut ist. Ja. Und das ist ähnlich, finde ich, bei allen geistigen Modellen in der Welt, die in sich eine Logik haben und eine Schönheit haben, aber auch angewandt, führen sie oft zur Katastrophe. Bei dem Titel Zu wenig Liebe für alle, ich hatte in der Zeit, wo ich mit den Bunkern angefangen habe, gerade über Ben-Gurion gelesen und den Staat Israel und der Gründung und so weiter. Und da war ich einigermaßen überrascht, dass sich die Kommunisten in der Zeit gefragt haben, warum die Welt so ist, wie sie ist. Und die sind zu dem Schluss gekommen, dass es zu wenig Liebe gibt für alle und dass der Mensch ein Mangelwesen ist, deswegen schreien alle nach Liebe und bekriegen sich. So ist es zu dem Titel gekommen.